Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avatar von Tears of Pandora. Dann wollen wir mal wieder. Wir haben kurz davor aufgehört, letztes Mal das Ding hier zu zerstören. Genau. Wieso sneak in? Ja, vielleicht, aber von wegen sneaken, wir werden die alle fertig machen. Dafür bin ich ja hier. Das ist doch viel einfacher als der letzte große Outpost. Nein! Fängt ja gut an, wenn ich nicht mal hochkomme. So, dann einmal zum Haupteingang, bitte. Granaten sind vorbereitet. Gescannt ist auch. Was will man mehr? Oh, da ist ein Geschütz. Kann ich hier rein? Was kann ich denn hiermit machen? Kann ich das tatsächlich zerstören? Bogen sollte ja leise sein. So bricht man erfolgreich ein. Irgendwo ist ein RDA-Sniper. Brauchen uns aber da keine Sorgen machen. Wie gesagt, das ist ja hier nur einfaches Fußvolk. Oh, das schwierigeres Fußvolk. So, das war's mit leise. Jetzt wird's laut. Einmal. Ey, wieso lebt er noch? Der hätte mich aber beinahe zum Frühstück gegessen. Wie denn das? Da ruft jemand Alarm um Hilfe. Das kann man nicht zulassen. Mist. Hat er geschafft. Na gut, wir suchen uns mal Deckung. Mit dem Backup kommen wir auch klar. Hätte ihn aber beinahe gehabt. Uiuiuiui. Die war größer als erwartet, die Explosion. Wer schießt denn da? Das ist uncool. Er mit den Granaten. Vielleicht werfe ich auch mal eine. So, da sind Feinde voraus. Ja, ist ja gut. Ui, das ist ein großer. Und gleich ist es ein toter. Sag ich doch. Da ist ja noch einer. Eher gesagt noch zwei. Z für Heilung ist eine dämliche Taste für Heilung. Hat den überhaupt getroffen? Ja, sieht so aus. Von wegen Gotcha. Gut, ich muss einmal kurz hier nachcraften. Hey. So, jetzt. Wunderbar. Vielleicht wäre es ja doch sinnvoll gewesen, das bisschen sneakier zu tun. Ja, das ist echt nicht mein Stil. So, alles. Sieht, glaube ich, alles soweit in Ordnung aus. Hier rum zumindest. Haben wir wieder schön Mechs abgemorkst. Da haben wir noch zwei. Das ist aber nicht so gut. Oh, wieso schluckt er denn so viel? Schnell weg hier. Also irgendwie ist der gefährlicher als sonst. Na, hier innen muss es ja nicht unbedingt explodieren. Was ist hier denn drin? Stun Grenade. Ich werd nicht mehr. Kann ich ja auch was kaputt machen. Naja, ein bisschen zumindest. Bisschen kaputt. Hier ist noch ein Container. Ach, auch nur zum Zerstören. Hier muss ich mich reinhacken. So. Wunderbar, wo sind wir denn? Da unten. Mist. Jetzt.
Hier hoch, da runter, nochmal runter und es hat ja wunderbar geklappt hier mit dem guten Loot. Ein feines Assault Rifle. Hier können wir hoch. Kriegen jetzt auf jeden Fall die Premium-Sicht. So, vielleicht können wir den auch. Das sieht doch gut aus. Der hat überlebt, ich glaub's ja nicht. Naja, war auch nicht gut. Oh, bleib doch nicht stehen. Da muss ich nochmal nachcraften. Ich weiß, ich müsste ihn nicht besiegen, aber wenn ich schon hier bin. Komm schon. Die sitzt aber. Hä, wo ist die denn hin? Vor allem, was macht der Typ? So. Das sieht gut aus. Da unten müssen wir auf jeden Fall irgendwas machen. Schauen wir mal. Muss ich das irgendwas mitmachen oder nur auf Pull drücken? Uiuiui. Schnell hoch. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ah, scheint irgendwas verändert zu haben. So, da ist der andere Mech. Dann schauen wir mal, dass wir ihn direkt erwischen. Ja, Volltreffer. Und hier sind noch zwei Leute. Und drei Leute. Ah, die treffe ich von hier nicht. So. Kein Fallschaden, so wie es sein soll. So, wo war das, was ich hacken muss? Hier. Und ein Geschütz haben wir ja auch noch. Hey. Wir haben Raketenwerfer, das ist cool. Ich würde ungern davon getroffen werden. So, vielleicht treffe ich die von hier. Also den einen. Na, mit Glück. Nicht mal mit Glück. Gut, canceln wir den Schuss. Auch hier müssen wir uns reinhacken. So ein Jammer. Ja, ich bin doch dabei. Da unten sind wir. Da oben wollen wir hin. Dann gehen wir hier durch, hier durch, hier durch. Was hat das gebracht? Muss ich jetzt nach unten erst? Für den Schlüssel, der ernsthaft? Ja, anscheinend. Das wird hier aber eine knappe Geschichte. Nein! So. Ach, und hier nochmal 10 Sekunden Hammer. Ja. 4 Sekunden wären übrig gewesen. Dafür haben wir eine Superior Waffe bekommen. Das ist ja immerhin was. Sogar ein Assault Rifle. So. Dann hier nochmal kurz schauen, was wir machen müssen. Und ausgehen. Pullen. So, und jetzt explodiert das hoffentlich auch. Sehr schön. Na, komm hier. Guter Bogen. Guter Bogen. Ich glaube, ein Feind existiert noch irgendwo. Was ist denn das? Ich glaube, das ist schon ein Loch in der Leitung. Dachte irgendwo da hinten. Ja, da oben rennt einer. Der ambitionierteste von allen. Ich hätte die Basis schon längst verlassen. Aber da sitzt er mit seinem... Da saß er mit seinem Raketenwerfer. Hier haben wir auch nochmal was. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt davor... Funktioniert das? Explodiert was? Diesmal habe ich es ja gar nicht scannen müssen. Okay. Special Ammo kann ich gar nicht durchsuchen. Da habe ich mich selbst getroffen. Naja. Wir brauchen ja erstmal was zu essen, sonst läuft hier gar nichts mehr. Sehr schön. Dann, wenn ich richtig liege, haben wir irgendwo noch eine Sache offen. Oh, wir haben hier eine Mine. Her damit. Wie gesagt, die sind sehr, sehr teuer. Bin ich froh über jede, die man einsammeln kann, wenn sie denn nichts gebracht hat. Oh, da sind auch noch zwei Mechs. Okay, da müssen wir auch noch hin. Aber hier sieht es soweit geregelt aus. Ich glaube, da ist ein Geschütz. Nee, das ist einfach ein Mech. Ah, das war dieses... Wieso sind hier so viele hier?
Eieiei. Ich glaube, der ist platt. Wie eine Flunder. Ach, mein schöner Minenwerfer. Wirklich. Wahrlich eine gute Waffe. Hey, kein Raketenwerfer. Das kann ich gar nicht leiden. Das sind so große Kugeln. Die stecke ich nicht so leicht weg. Glaub aber jetzt haben wir es tatsächlich. Von wegen. Wer hat denn da geschossen? Hallo? Vielleicht oben. Vielleicht oben. Ich höre was und ich sehe was. Ah. Ein Glück kommt. Ich wollte gerade sagen. Okay, die Leiter kann ich nicht gehen, aber hier komme ich natürlich hoch. Ich dachte, einer war jetzt auch noch. Ich hatte doch zwei gesehen. Mensch, sind die schlüpfrig. Hey, du warst ja gar nicht angezeigt. Macht nichts. Da ist irgendwas, was wir machen müssen. Ein Ventil. Hier so ein Drehrad halt. Ja, komm schon, Trigger. Ich hoffe, das ganze Teil fliegt dann auch hoch. Sieht gut aus, würde ich erstmal sagen. Dann müssen wir da hoch. Funktioniert das hier? Ja, wunderbar. Schießt auf uns? Das kann doch gar nicht sein. Hat der uns denn schon wieder ausgemacht? Ich muss nachladen. Nachladen. Ich glaube, ich habe nachgeladen. Wieder nachladen. Mit dem Feiern. Uiuiui, war das knapp. In mein Gesicht wäre er beinahe explodiert. Und das ist nicht diese Art von Video. So, hier oben muss es ja sein. Land, Dismount, was auch immer. Nur tu's. Bin ich jetzt falsch gelandet? Nee, da ist es doch. Aha. Das macht jetzt was? Hallo? Och, ich bin verwirrt. Kann ihn hier einfach drauf schießen? Das soll doch eigentlich reichen. Oder hier den, was auch immer das ist, kaputt machen. Na gut. Schauen wir mal nach. Vielleicht muss das ja tatsächlich in die Richtung. Dann kann ich hier was machen. In die Richtung. Und dann leiten wir es weiter an das Teil, in der Hoffnung, das zu overloaden. Na, ja, so sieht doch's aus, wenn man überlädt. So, und jetzt kann ich hier sagen, dass ich es komplett zerstören will. Bin ich denn? Okay, hier oben. Ich glaube, ich muss hier den Key holen. Ja, das läuft doch. Und irgendwie... Ich soll, glaube ich, nicht so nah dran stehen. Oh, Mist. Oh, das funktioniert anscheinend auch. Der Helikopter ist platt. Und die Tuva hoffentlich nicht. Schauen wir mal nach. Gelootet haben wir hier, glaube ich, genug. Haben eh keinen Platz. Wo seid ihr runtergekommen? Ich glaub, hier. Na, ich höre was. Da sind sie, oder? Nee, das ist nur Wildlife. Nicht ganz, warum wir gerade hier sind. Oh, da gibt's noch mal Mechs und mehr. Ah, there you are.
Was sieht mein Charakter, was ich nicht sehe? So, hier craften wir auf jeden Fall erstmal kurz Sachen nach. Wie gesagt, ist sau teuer, aber sau effektiv. Nicht ins Gesicht. Ich brauch so eine Dafo-Fett. Au. Ich hab doch nichts zum Heilen. Oh je, das ist nicht gut. Die schießen mich gleich um. Die haben mich umgeschossen. Ich glaub's nicht. Wieso sterbe ich denn so oft? Ich glaube, hier kommt nochmal die Zwischensequenz, wenn ich das mache. Nö. Okay, muss ich einfach nur nach. Das kriege ich hin. Diesmal bleibe ich aber auf meinem Flügelvieh. So, einmal scannen. Da geht's lang. Schade, dass ich meine Schleuder von hier oben aus nicht benutzen kann. Ja, versuchen wir es mal von der Luft. Ich würde sagen, das klappt ja einigermaßen. Würde ich nicht so oft nachladen müssen. Gut, dann einmal runter hier. Na komm, lass mich durch. So, schön her mit dem ganzen Zeug. Wenn ich so viel verschieße, dann muss ich es natürlich einsammeln. Hier ist der Cent natürlich auch nochmal hochgekommen, aber unser Missionsziel ist da. Hui. Muss ich hier was scannen oder muss ich einfach weiter nach? Eine Dafo-Fett. Ah, die wird polluted sein. Ja. Das ist nicht so gut. Okay, wir müssen den Cent tracken. Hui. Na, wie ist die denn so weit weggekommen auf einmal? Und warum ist das eine rote Spur? Ich dachte, ich folge einem Verbündeten. Vielleicht folgen wir einfach... Nee, wir sollen... Oh je. Oh je. Wake up! Open your eyes, come on! Look! We did it! You see them? The flowers are opening! The King Lord can feed again! Please, I don't know what to do. Mist, stirbt die jetzt wirklich? Doktorkanante. Ist sie tot? Das kann doch nicht sein. Noch leuchtet sie. Pushing back. He's likely to be in the council room. Fuck, der Typ hat doch nicht jetzt ernsthaft noch seine Tochter verloren. Da schnell reisen wir hin. Home tree. Pushing back. Schnellreise gewählt. Deswegen fliegt man auch nicht in die Rotoren vom Helikopter. Den Tipp würde ich euch allen mit auf den Weg geben. Tut sowas nicht. Überlasst es den Profis. Dann hoffe ich mal, der Council Room ist hier oben. Ach, ich hätte ja schauen können, wo wir hin müssen. Da ist er. How unsettling. But no one was. Was? No one was hurt? Oh oh. Papa ist sauer. Du hast been hurt. Prepare the hunters. Get ready for us to fly.
Ah, sie hat zurückgeschafft. Ein Glück lebt sie noch. You did this. You made her go. Father, stop. Er wollte mich echt umbringen. Es wäre sein Ende gewesen. What happened to them? It was the sky people and their floating machines. They're strange, pulsing, forcing the flowers close, driving the Kinglaw from their nests. Only the Sarentu believed me. They saw how it worked. They destroyed it. Alone. I tried to tell you. I wanted you to come with me. In the end, it was the Sarentu who saved our home. Das will ich wohl meinen. Weg mit den Speeren. Etua is right. War is upon us, and Ewa cries out in pain. It is a call we will no longer ignore. Etua and I will stand beside you and lead our people together. Sehr schön. No longer will our blood stain their hands. We will purge these lands and skies of their blight. Gut, los geht's. Ich hätte Zeit. Children and their children. So. Pandora will be free. Yeah, woo. Ich bin auch gehypt. Solange ich ein bisschen was wegschnetzeln kann, ist mir jedes Mittelgrad recht. I had faith in you from the start. Dankeschön. All grown up. Are you ready to look the part? Warrior of the people. Let this be a call to all clans that the Aranae will not shy away from the fight. My hunts are for me. Hey, the air quality just keeps on improving. Our data shows there's new, healthier growth happening all around the western frontier. Slowly but steadily, the life comes back everywhere. The war cannot be avoided, for hunters especially. Jo, willst du was von mir? Ich habe Zeug bekommen. Ich habe den Leuten geholfen, was will man mehr? Eine nächste Quest wäre natürlich gut. Clan Favor geht auch nach oben. Also, ich muss mit ihm reden. People are without spirit. I swore to protect my clan from war, from the devastation of the sky people. Ja, hat nicht so gut geklappt. Cannot be ignored. And yet, it can't have been an easy decision. My wife Asahe, she was proud to fight. I marred her sacrifice by stepping back from war. Her death was so senseless. I told myself keeping Etua safe was a way to honor her memory. I let fear cloud my memories of her. It is a sad thing to trade our art for arms, but we Aranae will see this through, and we will return to our ways once this war is done. That is what I hold on to. Ich glaube, eine gute Sache. The data you got from the radar network? They were probing everything in the Kinglaw Forest. The map goes all the way into the deep crust. You can even see a few caves. It's beautiful. Does it say what they were looking for? No luck. We only got raw survey data. Could be minerals underground. By the way, when are you coming home? Alma wanted to talk to you about our new Navi friends. I'll pass by soon to see you all. Na gut, ich muss erstmal einen Ausgang finden. Ist glaube egal, wir können auch schnell reisen. So, Quest, was machen wir als nächstes? Level 7 haben wir noch nicht. Oder hier Kampfstufe 7. Dann irgendwas anderes. Severed Bonds. I've encountered a strange animal without a Kuru. Das klingt ja nach diesen Hunden, nach den Großen, die mich so fertig machen. They've been sighted east of High Peak Lab in the Rising Spires Domain. Ich schau mal, ob wir so einen ungefähren Wegpunkt haben. Ich fürchte, nein. Was ist denn Rising Spires? Sieht jemand Rising Spires? Da sind Rising Spires und da ist auch ein Wegpunkt. Boah, da ist es ja auch.
So wie... Oh, nee, ich wollte die doch tracken. Ich wollte die tracken. Her damit. Ich wollte nur einen Wegpunkt drauflegen. Sei doch nicht so gemein, Spiel. Das ist aber blöd, weil... So, Wegpunkt ist drauf. Kann ich irgendwohin hier in die Nähe schnell reisen? Wenn ja, warum nicht? Gut, ich könnte natürlich hierhin schnell reisen, dann macht man das doch. Dann ist der Flug nicht ganz so lang. Dann schauen wir mal, was sie mit den Armtieren gemacht haben. Komm hier. Und ab geht's. Wie kann ich meinen Ikran eigentlich umlackieren? Ich habe irgendeine neue Tarnung für den bekommen. So viel weiß ich, aber weiß nicht, wie ich den anpasse. Müsste ich mal im Menü schauen. Mache ich irgendwann in der Zwischenzeit. Das muss ich jetzt nicht mühsam rausklamüsern, wie das funktioniert. Okay. Einfach vor uns. Mensch, bin ich froh, dass wir endlich hier mobil sind. Ich fühle mich so, als zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Autoführerschein dann endlich hatte und selber fahren konnte. Schöne Freiheit. Nicht mehr abhängig sein von irgendwas. Na gut, außer dass das Auto funktioniert und dass man Spritgeld hat. Das ist nicht unbedingt gegeben. Ah, 20 Euro bringen einen auch schon weit. So. Wegpunkt ist da. Flieg mal ein bisschen schneller hier. Ich bin innerhalb der Quest-Area. Das ist doch schön. Dann wollen wir mal landen und hoffentlich nicht draufgehen. Scannen. Oh, ich scanne. Weiche Landung, so wie es sein soll. Oh, Stairfoot Tree, Giant Trees, Rich Lars, Traversable, Fungal Plates on them. Okay. So, die müssen wir irgendwie jagen, ohne dabei drauf zu gehen. Schauen wir mal, ob wir welche finden. Da oben sind schon welche. Links habe ich auch irgendwas Böses gehört. Na, schauen wir mal. Der Spur nach. Oh, das klingt aber echt suboptimal hier. So, Minenwerfer ist, glaube ich, das, was gegen die Viecher hilft. Aber ich glaube auch nicht wirklich. Na, kommt her. Ah, okay, das sind nicht die großen, sondern hier diese kleinen zählen auch dazu. Also Mercyful ist da nix, aber ich kann nichts dafür, wenn die nicht stehen bleiben. Echt, muss ich so viel von denen niedermachen? Da sind doch noch einige. Also zumindest einige Spuren. Tiere habe ich tatsächlich nicht. Doch, da ist eins. Eins habe ich wieder gesehen. Muss mal schauen. Hören tue ich es auch. Wie konnte ich die denn übersehen? Minenwerfer. Sehr gut. Macht mal so Flächenschaden damit. Wie? Hey Kleiner, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Bleib doch stehen, bis ich nachgeladen habe. So. Ich höre Wolfsgeheul aus der Richtung. Oh, hier ist es wieder polluted. Da muss man wohl wieder was auseinandernehmen. Mit dem Scanner bin ich aber echt immer noch nicht so glücklich. So viel Mist, der angezeigt wird und das Relevante übersehe ich meistens. Außer die Spuren. Die Spuren sind echt gut, aber die Spuren haben meistens immer einen Anfang und ein Ende. Beziehungsweise, kurz gesagt, zwei Enden. Weiß ich nie, in welche Richtung ich gehen muss. So, hier sind aber noch ganz viele Spuren. Muss hier irgendwo da oben was rumkräuchen. Anscheinend habe ich Hunger. Oh, dann isst mal.
Könnt ihr mal... Autsch. Ich gar kein Freund davon, dass ihr hier so im Rudel auftaucht. Nachladen. Bleib mal stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Schön den Hals zeigen. Naja. Oh, ich brauche ja wieder Hilf-Items. Die haben aber fast alle tatsächlich. Ich glaube, ein so ein Rudel brauchen wir noch. Dann gehen wir in Richtung Fluss und füllen mal unseren Hilf-Pouch auf. Ich glaube, das wäre generell ratsam. Was bist du hier eigentlich? Was ich nicht scannen kann. So ein Pech aber auch. So, nachgeladen ist. Da habe ich gar keine mehr drin. Nachcraften. Das war doch meine gute Währung, die ich hier immer für opfern muss. Hui. Ich glaube, da sind noch Spuren, weiß nicht. Irgendwie aus der Richtung sind wir ja gekommen. Zumindest da ist irgendwo mein Ikran geparkt. Naja. Wer läuft, der wird angegriffen oder so ähnlich. Na. Ich bleib mal positiv optimistisch, dass das der richtige Weg hier ist. Oder zumindest was Zielführendes. Joa. Kann man nie so genau sagen. Health-Items. Health-Item. Health-Item. Ah, schon voll. So, so. Glaube, ich bin tatsächlich in die falsche Richtung losgedackelt. Da ist nochmals Questziel. Finde ich aber vom Missionsdesign jetzt auch gar nicht so toll, hier in der Wildnis rumzukraxeln und irgendwie drauf zu hoffen, auf Wölfe zu stoßen. Das hätte man, glaube ich, irgendwie anders machen sollen. Aber ich bin natürlich kein Experte. Ich kann nur eine mittlere Zufriedenheit mit der Nebenmission gerade ausdrücken. Dass das teilweise Teil der Hauptmission klingt ja eigentlich schon wichtig, wenn hier Tiere misshandelt wurden, sodass ihnen die Steckerverbindung kaputt gemacht wurde. Da sind noch welche. Nicht leiden. Was seid ihr denn? Da sind noch mal einige. War es das jetzt? Ja, ein Glück. Und was nu? Hajir, are you there? I did it. Those pharaohs are with Awa now. I owe you. For helping fix my mistakes. There was a lot of them. Way more than I expected. Any idea why? No idea. They don't play well together. Never have. I saw a Viper Wolf the other day. Right outside the field lab. Wait one sec. Jetzt, wo ich keine mehr brauche, kommen sie an ganzen Horden. Gut. Das sind aber jetzt die großen. Fuck. Komm her, du Vieh. Bist du denn? Anscheinend da. Boah. Kein Fan von den großen. Alright. So then. I saw a Viper Wolf the other day. Right outside the field lab. Thought it was a feral. Finally tracked me down. Felt strangely relieved. I'll let you know if I come across any feral activity. We'll make this right somehow. Das will ich doch mal hoffen. So, ist die Mission jetzt komplett? Kann ich mir davon was kaufen? Eis vielleicht? Oder ist das so eine Dauerquest? Lost and Found. Talk to Luray at Shaded Grove. Wo war das schon wieder?
Alles hier mit dem Namen Shaded Grove, da ist Shadowwood, das hilft nicht. Questmarker, bitte. Questmarker. Questmarker, da ist es ja. Fast Travel. Wunderschön. Direkt auf dem Questmarker drauf. So, mit wem muss ich reden? Warum muss ich überhaupt reden? Finde ich, rede relativ viel. Können die nicht doch hier von mir noch verlangen, dass ich mehr rede? Zumindest ein von denen. The foolish sky people and their dear Sarentu. Come to join me? I've been watching sky people from the shadows and deriving no small amount of amusement from their antics. Oh so, dann erzähl mal. To and from a cave near the bottom of wood sprite arches. I'm going to see what they are up to down there. Are you game? I can help. I've dealt with sky people before. That is the spirit. Meet you there. Ja, also bevor die sich umbringt, müssen wir helfen. Das ist richtig. Ah, you there. Leto is in one of her moods again. When I asked if I could help, she just snorted and said to find her someone outside of our clan. Ja, anwesend. Many of us have been curious about another strange sound, but Leto is determined to find it by any means. I last saw her scowling at River's Run. Aha. New Quest, aha. Now is the time for rest. Ja, das denke ich auch. Wo habt ihr das Lagerfeuer, dass ich hier mal ein bisschen chillen kann? Ich spiele so gern bei Tag. Und es ist so dunkel alles jetzt geworden. Ernsthaft, kann ich hier nicht resten? Komm, irgendein Lagerfeuer. Ich versuche zu schlafen. Sag mir, wie es geht. Normalerweise habt ihr doch ein schönes Feuerchen oder so. Da kann ich einfach so meditieren. Das wäre schön, wenn ich einfach so... Also, das ist... auch nichts Gescheites. Na gut. Quests, was haben wir denn? Lost and Found. Dafür sind wir halt noch zu schwach. Die Frage ist, warum sind wir zu schwach? Muss ich einfach Skills einsetzen? Ah, your combat strength grows as you craft and find better gear and weapons or unlock skills. Das heißt, Skills sind ein Teil der Geschichte. Dann nehmen wir mal den Warrior Skill. Deal plus 15% Damage to tagged enemies. Ich glaube, ich habe noch nie einen getaggt, aber was soll's. So, noch drei Skillpunkte. Your base damage ist um 10% höher. Nehme ich doch auch. So, jetzt braucht man bessere Waffen. Kriegt man irgendwo her. Und bessere Ausrüstung. Einmal ins Inventar gestolpert. Was haben wir denn da? Ah, hier ist Hawk. Und ich kann ihn umfärben. Anscheinend nicht. Ich kann ihm aber eine Mütze aufsetzen. Wunderschön. So, was habe ich denn hier? Shotgun ist okay. Assault Rifle ist furchtbar. Das Schlimmste, was geht. Eye Damage. Ernsthaft? Achso, weil die schnell schießen. Na gut, ich habe hier ein Precision Rifle mit 6 Damage. Haben wir ein Damage verdoppelt. Muss ich die dann droppen? Oder? Keine Ahnung. Kann ich Material verwerten? Wäre ja auch nicht schlecht. So, Bogen. 32 Damage ist ausgerüstet. 40 Damage haben wir auch noch anzubieten. Und was war hier noch? Noch so eine Cord. 8% Fire Damage ist doch ausgerüstet. Weiß gar nicht, warum das hier gerade aufleuchtet. Wieso ist da so ein Ausrufezeichen dran? Muss ich in Erfahrung bringen. Gut, hier kann ich, glaube ich, gar nicht so viel machen. 40 hält, 40 hilft. Als Mod. Weiß gar nicht. Sind das keine neuen Items? Doch, hier ist zumindest eine. Improved Seed Pouch. Increased Stuff Sling Special Ammo Capacity. Ja, das braucht man gerade nicht, obwohl ich die Sling mag. Bei der Sling kann ich tatsächlich auch nichts machen. Bei meinen Füßchen im Moment auch nichts. 35 Health, Weak Spot Damage passt, Mods haben wir keine.
ansonsten war es das, glaube ich, erstmal. Genau, dann suchen wir doch eine Quest. A Meal and a Memory, da fehlt immer noch die gute Shay Fruit. To build a home. Jing Yang is worried about his wife. Das wollte ich, glaube ich, vorhin schon machen. Schauen wir es uns mal auf der Map an. Werden hier irgendwo einen Marker sehen. Da ist er. Dann würde ich hier mal schnell reisen. Und dann meinen Wegpunkt erstmal umlagern. Schade, dass das nicht automatisch gemacht wird. So, jetzt werden wir es aber finden. In die Richtung geht's. Ich sehe gerade aber auf die Uhr und würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.